Fußballer des Jahres in der Bundesrepublik und Franz Beckenbauer zu Europas Fußballer des Jahres gewählt. Ui. Super, aber so lange bin ich noch nicht Fußballfan. Bundeskanzler Willy Brandt stellt im Deutschen Bundestag die Vertrauensfrage und verliert. Willy Brandt, wann könnte das sein? Der Bundestag senkt das Wahlalter auf 18 Jahre ab. Wann könnte das denn gewesen sein? Andreas Baader und andere Mitglieder der Terrorgruppe RAF werden in Frankfurt verhaftet. Stefan, also das auch? Jo! Machst du das bloß immer? Ich bin ja dafür, regelmäßige Dopingkontrollen durchführen zu lassen. Tja, ja. Ihr werdet ins Schwitzen kommen. Ich schwitze schon allgemein. Die deutsche Rechtschreibreform tritt in Kraft. Das sollte man eigentlich auch wissen, wann das war. Das Mittel gegen Potenzstörungen Viagra wird durch die Europäische Kommission freigegeben. Das sind alles Fragen, ich habe keine Smart Ahnung. Smart verkauft die ersten Autos. Das Modell City Coupé rollt durch die Straßen. Smart City Coupé. Die Ärzte schmettern, Männer sind Schweine. Das habe ich noch mitgekriegt. 1996, 97? 97? Falsch. Jetzt hat die andere Seite 5 Sekunden Zeit, um eine Antwort abzugeben. So ein Mist. Finde ich nicht. 98, so ein Mist. Das war doch gar nicht nötig. Das war Können und kein Glück. Naja, gut. Stefan hat, wann war was, gewonnen. Damit habe ich gerechnet. Ja, ich eigentlich auch. Naja. Was soll's, ist ja nur ein Punkt. Den holen wir wieder auf, ist kein Problem. Wer ist hinten, wer ist vorne? Stefan ist vorne mit 1:0. Naja, 119 Punkte sind ja noch zu vergeben. Los geht's ins zweite Spiel. Spiel 2. Würfel. Würfeln. Okay. Ihr sollt insgesamt 50 Punkte erwürfeln. Nach jedem Wurf habt ihr die Wahl aufzuhören und die bisher gesammelten Punkte zu speichern oder nochmal zu würfeln. Würfelt ihr allerdings eine 6, gehen nicht gespeicherte Punkte verloren. Ach so. Ja gut, das sollte ich eigentlich hinkriegen. Das war auch im ersten Spiel, glaube ich, dabei. Drücke und halte die Y-Taste, um zu würfeln. Drücke anschließend die Y-Taste, beziehungsweise um ein weiteres Mal zu würfeln. Oder die X-Taste, um aufzuhören. Die X-Taste dann. Ah ja, alles klar. Gut, bei diesem Spiel müsst ihr genau abwägen, was ihr macht. Ihr spielt abwechselnd. Ihr sollt insgesamt 50 Punkte erwürfeln. Nach jedem Wurf habt ihr die Wahl aufzuhören und die bisher gesammelten Punkte zu speichern oder nochmal zu würfeln. Würfelt ihr allerdings eine 6, gehen die nicht gespeicherten Punkte verloren. Das Spiel beginnt. Viel Glück. Bärchen, du darfst anfangen. Das ist ja cool. So, jetzt ist nur die Frage, müssen wir genau 50 oder über 50 würfeln? Naja, ist ja auch egal. Würfeln wir erstmal. Bisschen gedrückt halten und los. 2. Überlege gut, was du machen willst. Da würfeln wir doch weiter. 2 reicht nicht. Noch eine 2. Ja, Bärchen. Super. Weiter? Dann würde ich sagen, einmal machen wir noch. Mal sehen, was dabei rauskommt. Eine 3. Nochmal? Na, mal gucken, was erstmal Stefan würfelt. Kann dir mal keiner mehr nehmen. Es geht weiter. Sehr aufregend. Stefan, es kann losgehen. Mal sehen, was macht er? Auch eine 2. Willst du weiter würfeln, Stefan? Ah, das ist jetzt eine harte Entscheidung. Naja, so eigentlich nicht. Ich würde auch weitermachen. Eine 3. Wird Stefan weiter würfeln? Ich vermute mal, er wird jetzt einfach nur versuchen, über uns zu kommen und dann speichern. Eine 4, ja. Also Stefan, würfelst du nochmal? Jetzt ja, hört er auf. Nein, Momentchen. Jetzt hört er auf, oder? Nein, er würfelt nochmal. Noch eine 4. Boah. Dein Ergebnis ist gespeichert. Na, ihr werdet ins Schwitzen kommen. 13 ist ja schon mal gut. Zeig, was du kannst. Dann würde ich doch mal sagen, jetzt müssen wir erstmal ordentlich würfeln. Oh Gott. Das ist natürlich unangenehm. So, pass gut auf. Das ist natürlich sehr unangenehm, Stefan, sogar. Los geht's. Tja, jetzt brauchen wir Glück. 1 ist schon mal sehr gut. Und? Weiter, Stefan? Ich überlege noch. Was gibt's denn da zu überlegen?
2 ist auch sehr gut. Stefan macht sicher weiter. Ich weiß nicht so recht. Er würfelt weiter, okay. Ist nicht so was Hohes. 2 ist sehr gut. Machst du weiter, Stefan? Moment. Hauptsache, er rennt nicht so weit weg. Am besten jetzt sogar noch eine 6. Das wäre jetzt noch allerbeste. Oh, eine 3. Willst du weiter würfeln, Stefan? Ah, das ist jetzt eine harte Entscheidung. Der würfelt nochmal, ist ja unglaublich. Eine 5 auch noch, oh Gott! Jetzt bist du auf der sicheren Seite und unser Spiel geht weiter. Ja, jetzt müssen wir auf volles Risiko gehen. Nun darfst du ran. Da muss jetzt volles Risiko folgen. So, das war's erst. Gibt's doch gar nicht. Dann machen wir mal voran. Stefan, na dann mach mal. Das ist aber ordentliches Pech, ja. So ein Mist. Eine 4. Wird Stefan weiterwürfeln? Tja. Eine 5? Mein, also, das liegt aber ordentlich vor. Ja, nein, Momentchen. Oh Mann. Das wird noch eine harte Kiste hier. Hat die überhaupt schon irgendeine 6 gewürfelt? Hast du mal im Topf. Interessant. Jetzt ist er schon 31 Bärchen. Punkte. Mach mal. Vorne. Ja, jetzt müssen wir auf absolutes Risiko gehen. Wir müssen mindestens auf seine Punktzahl kommen jetzt in einem Durchgang. Bärchen, willst du deine Punkte speichern? Nein, das reicht nicht. Wir müssen weitermachen. Und auf das Glück vertrauen jetzt. So, 4. Deine Entscheidung. Nein, weiter. Ordentlich schütteln. 5 ist sehr gut. Na, würfelst du nochmal oder nicht? Ja, natürlich würfeln wir nochmal. Wir haben gerade mal die Hälfte von seiner Punktzahl. Nochmal ordentlich schütteln. Und sehr gut. Würfeln oder Punkte speichern? Würfeln bitte. 4, 5 ist alles super. 3 ist auch gut. Also, machst du weiter? Ja, nochmal. Wir müssen nochmal machen. Irgendwie müssen wir in seine Nähe kommen. 5, sehr gut. Bärchen, überleg dir gut, ob du weitermachen willst. Tja, 12 Punkte wird er wohl machen. Einmal mache ich noch. Wenn wir jetzt Dings, dann haben wir sowieso verloren. Was soll's? 2. Bärchen, willst du nochmal? Tja, Risiko oder... Ich würfel sogar nochmal. Das geht doch nicht mit rechten Dingen zu. Doch, ich würfel nochmal. Was soll's? 4. Bärchen. Ja, jetzt sind wir dran. Würfeln oder nicht? Wir haben ja, glaube ich, noch den. Ne, wir haben angefangen, ne? Ist egal, ich speichere jetzt. Ist gesichert. Wer wird die nächste Runde gewinnen? Leben ist ein 13, er 12. Zeig's uns. Jetzt müssen wir hoffen, dass er irgendwie eine 6 würfelt, bevor er 12 Punkte gemacht hat. 2. Noch 10 Stefan Punkte. Stefan hat jetzt nur mehr wenige Punkte zu würfeln. Mann, das ist stressig. Und? Weiter, Stefan? Du musst doch mal einmal eine 6 würfeln. Ich überlege noch. Wenn wir schon 2 haben, muss er doch jetzt einmal eine 6 würfeln. Oh Gott, oh Stefan Gott, oh Gott. Stefan macht sicher weiter. Ich weiß nicht so recht. Mindestens 2 Würfe braucht er noch. Mindestens 2 Würfe braucht er noch. Ja! Und aus. Eine glatte 6. Gott sei Dank. So. Wollt ihr weitermachen? Egal, ihr müsst. Tja, und jetzt müssen wir die 13 Bärchen, Punkte versuchen. Du bist dran. So lange, bis wir gewonnen haben. Wir müssen es versuchen. 2. 11 Punkte. Wie entscheidest noch. Du dich? Weiterwürfeln. Wir müssen weiterwürfeln. 6 Punkte noch. Und es geht dem Ende zu. Überlege gut, was du machen willst. Die müssen wir jetzt versuchen. Volles Risiko drauf. 4. Noch 2 Punkte. Weiter? Tja, alles oder nichts. Sekt oder Selters. Und 3. Nochmal? 51. Nö, die soll er jetzt erstmal machen. Gesichert. Das kann dir jetzt niemand mehr nehmen. Und munter weiter. Stefan. Leg mal was vor. Tja, und jetzt kommt es natürlich auf das Glück an. Jetzt kann er nur noch alles Machst über weiter, 52 Stefan? Machen. Moment.